So, Sport und Freizeit heißt diese Sendung, aber ich möchte gern fit in den Frühling nennen, weil wir befinden uns mitten im Frühling. Wir merken es, es wird langsam wärmer, ab und zu auch schon sonnige Tage und dann sollte man die Figur anpassen. Und ich persönlich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, diesen Frühling richtig viel für meinen Körper zu tun, fitter zu werden, ja, damit ich den Sommer noch ein bisschen mehr genießen kann. Ich gebe zu, über die Wintermonate habe ich das extrem schleifen lassen, aber jetzt bin ich wieder voll dran und eines meiner Hilfsmittel dabei ist natürlich mein Vibrationstrainer. Und heute haben wir gleich drei verschiedene Modelle für Sie hier in der Sendung. Und Kathi wird uns zeigen, wie einfach es ist, sich ein bisschen fitter zu machen mit einem Vibrationstrainer. Kathi, das ist ja unglaublich effektiv, oder? Unglaublich effektiv und es ist ganz einfach zu trainieren. Sie können zu Hause trainieren, in Ihrem gewohnten Umfeld, einfach vorm Fernseher. Denn diese Vibrationstrainer sind klein und kompakt und auch sehr flach, sodass Sie die einfach unter das Sofa zum Beispiel dann schieben können. Das erste Modell, was ich mitgebracht habe, ist ein klassisches Einsteigermodell mit einer sehr, sehr großen Vibrationsplatte. Da hat man einen hervorragenden Stand und ich schalte ihn jetzt einfach mal an, um zu zeigen, wie das funktioniert. Wir haben hier bei diesem Gerät 99 Intensitätsstufen, die ich einstellen kann und da kann ich dann dementsprechend hochregulieren und durchtrainieren. Hier sehen wir sehr schön, wie die Platte jetzt anfängt zu vibrieren. Ich habe rechts und links diese Expander, auf die ich mich stellen kann, die ich festhalten kann, um einfach das Gleichgewicht auch so ein bisschen zu halten, wenn ich mich auf den Trainer stelle. Jetzt erstmal, jetzt haben wir vielleicht Zuschauer, die ganz, ganz neu zuschauen. Erklär unseren Zuschauern doch mal, was bei einem Vibrationstraining überhaupt passiert, beziehungsweise was das mit dem Körper macht. Vibrationstraining besteht einmal aus dieser Vibrationsplatte. Mhm. Auf die kann man draufsteigen, beziehungsweise sich auch dann draufsetzen und verschiedene Übungen machen. Und durch diese Vibration dieser Platte, die wir jetzt hier auch sehr schön sehen, wird die Muskulatur angeregt. Und zwar kann man sich das so ein bisschen so vorstellen, wie als ob man einfach über einen unebenen Boden läuft oder so. Der Körper fängt automatisch an, auf diese Vibration zu reagieren. Also natürlicher Reflex, der hier aber natürlich durch die Vibration angeregt wird. Genau, ja. Das wird quasi genutzt, sodass man einfach sich da drauf stellt und der Körper dann automatisch anfängt, beziehungsweise die Muskulatur hier, anfängt die Vibration auszugleichen und somit auch zu arbeiten. Das heißt, die Muskeln arbeiten quasi automatisch. So, und jetzt muss ich fragen, für wen ist so ein Vibrationstrainer geeignet? Vibrationstraining ist für jeden geeignet. Also wirklich für jedes Alter. Viel wird Vibrationstraining auch in der Reha eingesetzt. Auch gerade nach OP zum Beispiel, nach Verletzungen, um auch quasi wieder die Muskulatur ein bisschen zu stärken und aufzubauen. Also ich sehe, du stehst einfach drauf, das ist eine Grundübung, aber gerade beim Vibrationstrainer, da frage ich einfach jetzt mal mit den Muskeln. Welche Muskeln werden hier erreicht durch dieses Training? Du kannst mit unterschiedlichen Übungen bis ca. 90% deiner Muskeln im Körper erreichen mit so einem Vibrationstraining. Und das eben ohne sich groß anzustrengen. Wir kennen das von früher zumindest, also mittlerweile bin ich aus dem Alter raus, dass ich in Fitnessstudios gehe und mich mit Modellathleten messen will, aber von früher kenne ich das, da machst du eben Bankdrücken, da machst du Bauchmuskeltraining, da machst du was für die Oberschenkel. Aber das kannst du hier alles in einem mit den verschiedenen Übungen. Wo kriege ich denn solche Übungen her? Wir zeigen hier immer sehr viele Übungen. Das heißt, wenn Sie möchten, können Sie selbstverständlich immer bei uns in die Sportsendung reinschalten. Ansonsten gibt es zu jedem Gerät auch noch eine Bedienungsanleitung. Da sind einige Übungen drin erklärt für unterschiedliche Bereiche. Oder Sie schauen auch einfach mal im Internet zum Beispiel. Wenn Sie einen Physiotherapeuten haben, der Sie betreut, weil Sie zum Beispiel eine Operation hatten, dann fragen Sie den. Sagen Sie, ich bin daran, mir einen Vibrationstrainer zu kaufen. Bitte zeigen Sie mir schöne Übungen, die mir da helfen, die mich unterstützen. Ja, also ganz, ganz einfach. Und wie effektiv Vibrationstrainer sind, das kann ich Ihnen aus erster Hand bestätigen. Ich muss sagen, ich habe, als ich jetzt vor über anderthalb Jahren zum ersten Mal diese Vibrationstrainer ausprobiert habe, habe ich das ein bisschen belächelt. Was soll denn da mit dem Gewackel passieren? Aber mittlerweile habe ich meine Meinung grundlegend geändert und das aus gutem Grund, denn ich habe es ausprobiert und es wirkt wirklich. Man merkt schon, nach den ersten zwei, drei Tagen, dass sich was tut im Körper, dass sich was verändert, dass man fitter wird. Und nebenher kann man das auch noch gut nutzen, wenn man sowieso gerade sagt, okay, meine Figur sollte ein bisschen verändert werden. Ich möchte das Wasser und das Fett vielleicht ein bisschen in Muskelmasse umwandeln, vielleicht mal noch eine Kleidergröße verlieren. Da ist das ein effektives Hilfsmittel. Definitiv. Also kann ich, wie gesagt, nur empfehlen, auch gerade halt, wenn man schon ein bisschen älter ist, dann möchte man, wie du gesagt hast, vielleicht
vielleicht auch nicht mehr unbedingt ins Fitnessstudio fahren oder draußen dann joggen gehen oder so. Das sind so Sachen, die macht man dann einfach nicht mehr. Weißt du, Kati, ich bin jetzt 50 Jahre und ich habe also 30 Jahre meines Lebens immer ein bisschen Sport gemacht. Da bist du mal in den Wald oder bist auch mal ins Fitnesscenter. Aber jetzt aus dem Alter bin ich einfach raus. Mhm. Ich möchte nicht mehr in den Wald gehen zum Joggen. Und ich möchte auch nicht in Fitnesscenter, wenn dann die 18-jährigen Modellathleten mir nebendran zeigen, was sie alles können. Und du kommst ja immer ein bisschen blöd und beobachtet vor. Aber das ist eine Trainingsmethode, die ich jetzt für mich entdeckt habe, was ich zu Hause machen kann. Wichtig ist auch, ich habe hier noch was in der Hand. Wir haben vorhin gesehen, Kati hat das alles eingestellt. Am Display kann ich natürlich, aber ich kann das auch bequem im Stehen machen mit dieser tollen Fernbedienung. Die stecke ich mir dann einfach in die Hose oder ich habe eine Hemdtasche, da könnte ich es jetzt reinmachen und jederzeit auch eben hier trainieren. Schön ist, Kati ist im Sportoutfit, aber ich kann jetzt auch in meine Straßenklamotten einmal drauf. Und wie lang Training brauche ich hier am Tag, Kati? Es reichen 10 Minuten pro Tag aus. Wenn man das täglich macht, reichen 10 Minuten. Wenn Sie das irgendwie fest in Ihren normalen Alltag integrieren können, vielleicht sich eine feste Zeit suchen, entweder viele machen es morgens oder halt auch abends, weißt du, wenn du eh einen speziellen Fernsehfilm schaust oder die Tagesschau, stellst du dich dabei halt mal 10, 15 Minuten auf das Gerät. Bis die Wettervorhersage kommt, bist du schon fertig. Ja. Und das ist ganz, ganz enorm wichtig hier jetzt. Also 10 Minuten entsprechen hier aus diesem Training 90 Minuten herkömmlichen Trainings. Und jetzt vergleichen wir es wieder mal mit dem Fitnesscenter. Wenn ich ins Fitnesscenter will, habe ich erstmal, ja, muss ich mich umziehen, dorthin fahren, dort wieder umziehen, trainieren, wieder umziehen, duschen, wieder heimfahren. Das heißt, ich habe ab 2, 3 Stunden sind weg. Ja, und hier kann ich das innerhalb von 10 Minuten, egal was Sie anhaben, können Sie das machen. Machen Sie es in Jogginghose, in Socken, von mir aus auch nur in der Boxershorts, das ist ganz, ganz egal. Hier geht alles. Und man weiß ja, solche Vibrationsplatten sind ja mittlerweile auch fast in allen Fitnessclubs vorhanden. Aber da kosten sie ja nochmal zur monatlichen Prämie extra Geld. Mhm. Und das kann ich mir eben sparen. Das kann man sich sparen, vor allem gerade mit unseren tollen TV-Sonderpreisen. Da holt man sich das Gerät einmal nach Hause, dann hat man es da und kann trainieren, auch wann man möchte. Man muss nicht immer einen Termin machen oder so, sondern kann immer zwischendurch, wenn man dann halt 10, 15 Minuten trainieren möchte, sich einfach draufstellen. Das, was ich jetzt übrigens mache, ist die Grundübung. Also einfach klassisch dieses Stehen. Sie können sich schön festhalten an den Expandern rechts und links. Das ist ganz gut fürs Gleichgewicht am Anfang. Ich weiß, am Anfang fühlt es sich ein bisschen merkwürdig an. Da muss man so ein bisschen reinkommen, aber dann hier einfach an den Expandern festhalten. Und dann können Sie, wenn Sie sich ein bisschen sicherer fühlen, in dieser Grundübung alleine können Sie dann anfangen und zum Beispiel schon mal ein paar Kniebeugen machen auf dem Gerät. Schön finde ich, in der Bedienungsanleitung sind einige Übungen schon beschrieben, aber Sie finden auch jederzeit im Internet. Wenn Sie nur eingeben, Übungen, Vibrationstrainer, dann kommt eine ganze Kette, teilweise sogar mit Beispielvideos, wo Sie 1:1 nachmachen können. Also einfacher und effektiver geht es nicht zu trainieren. Über 90% der Muskeln und je nachdem, was für Training Sie machen, trainieren Sie gewisse Muskelpartien ganz extrem. Es gibt viele, die haben Rückenprobleme. Hier wird natürlich auch die Rückenmuskulatur gestärkt. Das heißt also, wenn ich durch Verspannungen oder eben andere nicht unbedingt knochentechnische Ursachen Schmerzen habe, dann kann ich, indem ich meine Muskeln aufbaue, das damit natürlich auch minimieren. Ja, und hier für unseren ersten Vibrationstrainer heute mit den 100 Vibrationsstufen, 10 vorinstallierten Programmen und Expandern gibt es für 123,41 €. Und die Bestellnummer ist die NX7256 und die 569. Und die Expander finde ich auch schön, weil am Anfang zur Stabilität, gerade wenn man auch ein bisschen älter ist, das habe ich bei meiner Mutter gesehen, die ist mittlerweile 75, als sie drauf stand, die ersten 2 Minuten hat sie das gebraucht zum Stabilisieren. Ja, ich habe ja mit ihr zusammen trainiert. Es war total toll zu sehen. Also am Anfang hat sie sich schön mit den Expandern dann auch ausbalanciert und dann hat ihr das auch richtig viel Spaß gemacht. Also sie hat total gestrahlt, war richtig begeistert, meinte dann auch, oh, sie fühlt ihren Körper auch viel mehr, wird viel vitaler. Also es geht auch wirklich für ältere Leute hervorragend, weil man sich viel besser spürt und die Muskeln halt sehr schnell angesprochen und wieder ein bisschen aktiviert werden. Das ist eben der Vorteil beim Vibrationstrainer. Jetzt haben wir ein zweites Modell und ich muss sagen, gleich mal das Display, unglaublich übersichtlich. Man sieht das toll, diese in den leuchtenden Farben. Was ist hier jetzt der Unterschied? Das ist ein Vibrationstrainer jetzt ohne Expander, dafür aber mit
einer Bedienung am Handgelenk. Und zwar habe ich wie so ein kleines Armband, das kann ich ummachen. Ich drehe es mal so um, damit Sie mir mit drauf gucken können. Das macht man sich einfach so an der Hand oder ans Handgelenk und kann dann hier über das Handgelenk den Vibrationstrainer einstellen. Das heißt, ich kann den dann hier dementsprechend anschalten. Dann fängt er auch direkt an, sich zu bewegen. Einfach übers Handgelenk kann dann auch hier die Intensität dementsprechend erhöhen, wenn ich das möchte, wenn ich mich da drauf stelle. Und habe hier halt die Vibrationsstufen, die ich einstellen kann. Also schön ist, wir haben hier vier Anzeigen. Einmal den Speed, das sehen wir jetzt. Mhm. Wir sind jetzt auf Stufe 7. Wie viele Stufen haben wir hier? Wir haben hier, warte, ich schalte mal ganz hoch. Das sind hier bis zu 10 Stufen, die ich habe bei dem, sogar mehr, Gott, das sind 12. Die wir hier haben, 12 Intensitätsstufen. Und wir haben dann die Kalorien, die noch mit angezeigt werden. Das finde ich auch hier halt angezeigt. Wow. Unten blau, das ist der Timer, also 10 genau, Minuten automatisch eingestellt. Minuten. Dann brauche ich gar nicht auf die Uhr schauen, sondern ich weiß, nach 10 Minuten schaltet er aus. Und oben haben wir noch, was ist das? Das ist eine Distanz, die quasi errechnet wird. Ah, als würdest du joggen, im Prinzip umrechnen in Laufen, in Joggen. Und das ist ja phänomenal. Und da sehen wir, Kathi steht schon sehr, sehr sicher drauf. Und wir haben ja, aber die Möglichkeit, hier nicht nur zu trainieren, sondern Vibrationstrainer sind da auch zur Entspannung oder zur Lockerung oder auch zur leichten Massage hervorragend geeignet. Genau, Vibrationstrainer kannst du im Endeffekt für drei Bereiche einsetzen. Mhm. Das erste ist den wir schon angesprochen haben, also klassisch der Muskelaufbau, das Muskeltraining. Der zweite Bereich ist die Dehnung der Muskulatur, da kannst du die auch sehr gut einsetzen, also für Dehnübungen, weil hier durch diese Vibration des Trainers die Dehnung noch verstärkt wird. Und der dritte Bereich ist die Massage und die Entspannung. Und da gibt es auch unterschiedliche Übungen, um vielleicht mal den Schulter-Nackenbereich zu entspannen oder auch um die Beine dementsprechend ein bisschen ausschütteln zu lassen, zu entspannen. Gerade auch die Muskulatur, wenn man den ganzen Tag unterwegs war zum Beispiel oder auch im Garten gearbeitet hat oder sowas, das sind so Klassiker, dann hat man ein Problem, weil die Beine dann schnell schwer werden, einem wehtun, dann ein bisschen verspannt sind. Und da kannst du hier mit so einem Vibrationstrainer schön ein bisschen dir die Entspannung auch holen. Ja, das ist eben schön an diesen Vibrationstrainern, die Vielfältigkeit, und es ist auch für jeden geeignet, für jung und alt, für Sport, wirklich Profis, als auch für Couch-Potatoes, für alle geeignet. Und das, so ein Vibrationstrainer, der hat jetzt in den letzten Jahren absolut den Siegeszug angetreten, und man muss wissen, die Entwicklung kommt ja eigentlich von allerhöchster Stelle, ja, wenn man es bildlich sieht, nämlich die NASA hat das mal als Trainingsprogramm für ihre Astronauten entwickelt. Und da wurde eben festgestellt, wie effektiv das ist. Und man kann schauen, wirklich, du hast es vorhin gesagt, in der Reha wird das eingesetzt. Wenn Sie jetzt eine OP hinter sich hatten, dann bitte aber erst mit Ihrem Arzt sprechen, ob bei Ihrer Verletzung der Vibrationstrainer das Richtige ist. Aber bei vielen, vielen gilt es. Also ich kann jetzt von mir sagen, ist jetzt genau ein Jahr her, da hatte ich meine Innen- und Außenmeniskus-OP. Ja. Ja, und ich bin dann eine Woche Pause gemacht und bin dann wieder draufgestanden und meine Muskulatur hat sich ruckzuck regeneriert. Also auch hier kann ich von mir persönlich aus erster Hand sagen, funktioniert da perfekt. Aber wie gesagt, wenn Reha-Maßnahmen, dann immer mit dem Arzt vorher sprechen, nicht, dass er da was Falsches macht. Und wir können Ihnen ja gerne ein paar Übungen auch zur Entspannung zeigen, wenn Sie das möchten. Du hast ja hier auch einen Stuhl mit hergebracht. Dann können wir mal zeigen, wie man zum Beispiel auch die Beine dementsprechend entspannen kann. Wenn Sie jetzt Dehnübung machen möchten, können Sie das natürlich klassisch eine Dehnübung an dem Gerät dann machen. Da geht die Dehnung dann noch besser durch die Vibration. Aber gerade auch Entspannungsübungen sind halt eine tolle Sache. Da einfach den Vibrationstrainer zum Beispiel vors Sofa schieben oder einfach einen Stuhl dahinter stellen. So, ja, bitte, gerne. Danke. Einfach einen Stuhl dahinter stellen, so wie wir das jetzt machen, und dann die Beine aufsetzen. Dann kann man hier natürlich schön sogar ein bisschen und höher gehen. Du wirst sagen, das mache ich abends sehr, sehr gerne. Wenn, wenn wir hier 8 bis 10 Stunden im Studio gestanden sind, tun dir die Füße weh, die Waden, also die ganzen Beine tun dir weh. Und dann kennt man das ja natürlich mit dem Wackeln, mit dem Auflockern zum Beispiel von großen Fußballspielen. Mhm. Halbzeit der Verlängerung, da rennen 37 Masseure auf den Platz und bei jedem werden die Oberschenkel und die Waden gelockert. Und genau das passiert hier jetzt auch. Also hier sind wir jetzt nicht im Trainingsbereich, hier sind wir im absoluten Lockerungsbereich. Und ich muss sagen, mir hat es auch geholfen. Ich bin früher mal so alle 2, 3 Monate aufgewacht, nachts mit einem Wadenkrampf. Ja, seit ich das hier relativ regelmäßig mache, abends noch, ist mir das nicht mehr passiert. Also ich führe es jetzt darauf zurück. Könnte auch Zufall sein, aber ich glaube nicht.
nicht, dass es Zufall ist. Ich glaube, das liegt einfach hier an dieser Entspannung. Und das ist ja überhaupt nicht anstrengend. Das ist sowas von angenehm. Und du hast es vorhin gesagt, Tagesschau zum Beispiel. Mhm. Ja? Ja. Jetzt stellst du das vorne dran, das passt sogar unter den Wohnzimmertisch. Mhm. Stellst hin, schaust die Tagesschau oder was immer sie anschauen möchten und entspannst dabei und lockerst deine Muskeln. Das sieht man auch hier bei dir jetzt sehr gut. Hier werden halt schön die Beine dementsprechend gelockert und die Unterschenkel mit. Aber auch das geht hoch halt, die Vibration sieht man bei dir jetzt sehr gut. In den Oberschenkel mit rein, auch mit in die Hüften ein bisschen. Gerade da haben ja auch viele dann Probleme, dass sie sagen, oh, meine Hüfte so ein bisschen tut weh. Ich kann mich nicht mehr so richtig bewegen. Dann einfach mal ein bisschen lockern lassen vom Vibrationstrainer hier. Wir sehen es schön durch, die Vibration. Da können Sie ruhig ein bisschen höher dann schalten. Weil am Anfang, wenn Sie zum ersten Mal auf dem Vibrationstrainer stehen, dann reicht es völlig aus, wenn Sie langsam anfangen, also eine kleine Vibration erst wählen und dann sich ein bisschen steigern. Aber hier bei Massage kann man schon ein bisschen höher ansetzen und kann sich da so durchschütteln lassen. Das ist sehr, sehr angenehm für die Muskulatur. Und was halt wirklich schön ist, du verwandelst langfristig hier natürlich dein Fettgewebe in Muskelgewebe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und je mehr Muskeln du hast, desto mehr Fett verbrennst du wieder. Ja. Das heißt also, das ist so ein Kreislauf. Wenn ich die Muskeln aufbaue, werde ich mehr Energie, mehr Kalorien verbrennen. Und da kommt natürlich so ein Vibrationstrainer genau richtig. Ohne große Anstrengung. Ich sage immer, Sport für Faule, weil zu denen, muss ich sagen, gehöre ich mittlerweile auch so. Oh, also ich könnte mich jetzt nicht mehr aufraffen, hier umziehen, raus in den Wald und mal 5 Kilometer joggen. Nicht mein Sinn, nicht mein Fall, aber 10 Minuten auf dem Vibrationstrainer. Das ist kein Problem. Das nimmst du einfach in den Alltag mit rein. Und zwar ja, am besten kombiniert. Also ich mache es als morgens. Mhm. Und bei mir läuft morgens immer Frühstücksfernsehen. Da gucke ich die Nachrichten an. Ja, und es fehlt mir jetzt nichts. Nein, ich mache einfach noch etwas dazu. Mhm. Ich gucke jetzt Frühstücksfernsehen auf dem Vibrationstrainer. Und so sollten Sie sich auch einen Tagespunkt suchen, wo Sie es einfach dazu machen können. Weil dann haben Sie überhaupt keinen Zeitverlust. Sie müssen sich nicht mal ein Zeitfenster schaffen, sondern Sie kombinieren es mit einer Tätigkeit, die Sie sowieso machen. Und dann ist es unglaublich effektiv. Und es gibt ja viele, die wohnen jetzt zum Beispiel im 3. Stock. Ja, und bis 3 Stockwerke, 4 Stockwerke gibt es keine Aufzüge. Und dann merkt man, nach dem 2. Stockwerk fängt man schon an zu schnaufen oder die Beine tun weh. Man merkt, oh, irgendwann wird es mal Zeit fürs Umziehen. Ja, oder irgendwann wird es mal Zeit, was dafür zu tun, dass ich meine Kondition ein bisschen verbessere, was ja hier mit Kraft und Kondition absolut verbessert wird. Absolut. Und hier kannst du halt in deinem gewohnten Umfeld trainieren, zu der Zeit, wann du möchtest. Und der Preis für unsere Vibrationstrainer ist einfach ganz fantastisch an dieser Stelle, weil es gibt Vibrationstrainer, die liegen gern mal bei 800, bei 1000 Euro, muss man aber gar nicht ausgeben. Und das zeigen wir auch hier wieder mit diesem tollen Modell. Ja, und du wirst lachen, das ist jetzt gut, dass du das angesprochen hast. Mit dem Preis. Ich war letztes Jahr in Offenburg auf einer großen Verbrauchermesse und da war ein Riesenstand mit Vibrationstrainern. Und die waren also ähnlich aufgebaut wie unsere, auch mit Expander. Und da war ein super Messeangebot von 555 Euro. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, da sind wir natürlich viel, viel besser. Hier 189,91 Euro mit der NX15 78 und der 569. Aber wir haben auch noch einen dritten im Angebot, den du uns hier jetzt mitgebracht hast. Und ich muss sagen, das ist genau der, den ich zu Hause habe. Das ist einer der beliebtesten Vibrationstrainer hier bei uns bei Pearl TV. Der war auch schon mehrere Male ausverkauft. Den scheinen viele zu lieben. Ich weiß es nicht, ob es die Farbe ist oder ob es hier einfach der Fakt ist, dass man hier zwei Vibrationsarten zusammenschalten kann. Ob das der ausschlaggebende Punkt ist. Wir können uns das Display ja gemeinsam einmal anschauen. Da sieht man das sehr gut. Wir haben hier eine horizontale und eine vertikale Vibration. Und die kann ich einzeln oder aber auch dann zusammenschalten. Ich würde es immer empfehlen, dass man zusammenschaltet. Das ist einmal diese hier, also horizontal, und dann kann ich hier die vertikale zuschalten. Das ist nochmal eine Vibration quasi so in der Platte. Und wenn man die zusammenschaltet, erzeugt das eine sehr natürliche Vibration, die die Muskulatur sehr gut umsetzen kann. Und das werden Sie dann auch merken, also noch ein Tick effektiver das Ganze. So, auch hier bei unserem Vibrationstrainer haben wir Expander mit dran, aber hier sehen wir jetzt erstmal andere Übungen. Und du hast ja gesagt, wir zeigen heute einige. Und sag uns doch mal, was hier jetzt
jetzt gerade passiert. Das ist quasi der Einstieg ins Training. Das ist eine schöne Übung, die man am Anfang machen kann, bevor man anfängt zu trainieren. Und zwar hier einfach auf das Gerät draufsetzen und so ein bisschen durchschütteln lassen. Also den Körper und die Muskulatur so ein bisschen aktivieren, aufwecken. Also wachschütteln. Genau. Ein bisschen wachschütteln, ein bisschen aufwecken. Ist auch sehr angenehm für die Rückenmuskulatur, für die Hüfte unten, um auch die Beine ein bisschen wach zu machen. Das kann man so am Anfang einfach mal für eine Minute oder so oder zwei machen. Ja, sieht auch toll aus, aber das ist natürlich nur eine der unzähligen Varianten, die ich beim Vibrationstrainer machen kann. Meine Herren, wenn Sie Liegestütze machen wollen, machen Sie die ruhig mal auf dem Vibrationstrainer, weil das ist ja auch um ein Vielfaches effektiver, als würde ich es auf einem ebenen Boden machen. Genau das. Also gerade auch für die Herren, die halt immer sagen, ach, Vibrationstraining, das bringt doch nichts und da kann ich meine Übungen zur Kräftigung gar nicht machen. Doch, können Sie auch und die werden noch viel, viel intensiver durch den Vibrationstrainer. Gerade wie du sagst, eine Liegestütz, Stabilisationsübung für den gesamten Körper, für die Bauchmuskulatur, für die Rückenmuskulatur. All das geht auch ganz toll auf einem Vibrationstrainer. Hier sehen wir übrigens gerade nochmal Dehnübungen. Das ist jetzt eine Übung zum Beispiel, um oben den Schulter-Nackenbereich auch auszudehnen. Man muss nicht unbedingt einen Spagat vor dem Gerät machen, man kann sich auch so davor knien. Das ist eine von meinen Lieblingsdehnübungen, weil ich gerade im Schulter-Nackenbereich auch Verspannung habe. Das merkt man, kriegt man Kopfschmerzen. Wir haben jetzt gerade gesehen, die Daria, also die junge Dame, die gerade zu sehen war, schaut einfach, was im Fernsehen läuft und macht es nach. Jetzt haben viele schon Smart TV, das Internet, dann gehen Sie mal einfach mal auf YouTube und suchen sich so ein Vibrationstrainer-Erklärvideo und dann einfach nachmachen. Und so, es ist ja auch so, du wirst, am Anfang stehst du eben nur drauf, also so ist es bei mir und dann wird man immer mutiger. Man möchte auch mal ganz einfach, weil man die Wirksamkeit erkannt hat, mal Variationsmöglichkeiten ausprobieren. Und wie gesagt, die sind unzählige. Sie werden es merken, am Anfang, die ersten zwei Wochen stehen Sie einfach nur drauf, erhöhen Sie vielleicht mal die Vibration. Also wir können hier jetzt, hast du gesagt, beide Vibrationen getrennt voneinander steuern. Mhm. Und mit wie viel Frequenzen haben wir hier? 20 Intensitätsstufen pro Vibration haben wir hier. Und dann können wir hier das wunderbar einstellen, einzeln oder getrennt. Und wir sehen hier zum Beispiel jetzt auch mal auf die Zehenspitzen gehen. Das ist natürlich, wenn das Gleichgewicht es zulässt, dann kann man das sehr schön machen. Dann kann man hier ein bisschen dann auch noch die Muskulatur in den Beinen ein bisschen quasi anders ansprechen als beim normalen Stehen. Ja, und jetzt sehen wir hier auch mal wieder einen Preis und das finde ich wieder ganz, ganz wichtig. Der unverbindliche Preis, Preisempfehlung des Herstellers, fast 450 Euro. Und das ist ein ganz regulärer Preis für so einen Vibrationstrainer, aber bei uns heute 237,41 Euro. Das Ganze natürlich auch versandkostenfrei. Und auch hier ist eine Fernbedienung dabei. Das heißt, wenn du jetzt was verändern willst, musst du dich nicht bücken, sondern du kannst das ganz bequem mit dieser Fernbedienung machen. Kann ich, darf ich auch mal draufstehen? Selbstverständlich, nur, dass wenn man du möchtest. Sieht, dass man da auch jederzeit... Ich gebe dir hier mal die Expander mit. Machst du mir mal auf... Komm, wir machen mal auf 6. Mach mal auf 6. Und nur, dass man hier auch ohne Probleme mal in Straßenklamotten drauf kann. Sie sehen, wie hier alles wackelt. Und das zieht sich durch den ganzen Körper. Jetzt leicht die Beine anwinkeln und so beginnt man. Das ist die Grundstellung. Und hier wird man eben effektiv durchgeschüttelt und damit die Muskeln animiert. Das ist eine ganz tolle Sache. Und wie gesagt, du, bei dir sieht man auch schon schön, dass du die Muskulatur dann anspannst. Das ist ganz wichtig, wenn sie auf den Vibrationstrainer sich draufstellen, ganz normal, dass sie ein bisschen anspannen, dass sie versuchen, Bauch ein bisschen reinzuziehen, die Beine ein bisschen mit Gegendruck gegen die Platte arbeiten lassen. Und das geht hier wunderbar. Du trainierst jetzt auch schön direkt mit den Expandern deine Arme mit. Wenn ich schon habe, dann machen wir ein bisschen. Das gibt schöne Oberarme. Und ich habe mir sagen lassen, die Damenwelt steht auf große Oberarme. Naja, deine sind schon ordentlich reif, da müsstest du gar nicht mehr trainieren. Du bist ja schon ordentlich trainiert da an den Armen. Wahnsinn, aber man sieht es halt sehr gut. Und du machst das ja auch sehr, sehr gerne, einfach auch um ein bisschen Gewicht zu reduzieren. Du hast es vorhin gesagt, ein bisschen Fett umzuwandeln, ja, dann auch in Muskelmasse. Ich habe es immer den Winter schleifen lassen, das muss ich nochmal sagen. Ich könnte mir selber in den Hintern beißen, sagt man so schön, dass ich das gemacht habe, weil es ist ja kein Zeitaufwand. Ja? Und jetzt wieder regelmäßig. Und beobachten Sie mich ruhig mal in den nächsten Wochen. Sie werden merken, reif wird ein bisschen weniger werden. Ja. Das schauen wir uns selbstverständlich an und wenn auch Sie mit Ralf mittrainieren wollen, dann ist jetzt Ihre Chance. Sie können sich den Vibrationstrainer nach Hause holen und dann mit lostrainieren. Und wir haben schon eine tolle Kundenmeinung für den Vibrationstrainer, die schauen wir uns jetzt einmal an.
Und zwar von der Bernadette, die hat uns geschrieben, vielen Dank dafür. Ich habe erst einmal gezögert, aber nach mehrmaliger Vorführung im Pearl TV mich entschlossen, den Vibrationstrainer zu bestellen. Ich habe es nicht bereut. Es ist tatsächlich so wie beschrieben. Man merkt es schon nach kurzer Zeit eine durchblutungsfördernde Wirkung. Ich kann hier nur für mich reden, aber es ist wie Sport für Bewegungsmuffel. Ich muss nicht mehr den inneren Schweinehund überwinden. Ausreden gibt es keine mehr. Oh, jetzt muss ich sagen, Bewegungsmuffel hört sich besser an. Ich sag ja immer Sport für Faule. Aber irgendwie hört sich das Sport für Bewegungsmuffel, den Satz muss ich bemerken, das ist klasse. Du, ne? Aber das drückt es natürlich aus, weil das ist einfacher, als in den Wald zu gehen. Und gerade im Wald, dann hast du irgendwo Wurzeln, dann stolperst du oder irgendwelche spitzen Steine, über die du läufst. Ja, ja, dann, oder es regnet oder so. Ich finde ja auch mal 1000 Ausreden, warum ich nicht rausgehen kann dann. Das geht schnell. Zu nass, zu trocken, zu kalt oder zu warm. Genau. Irgendwas geht immer. Da hast du recht, zu windig. Zu windig habe ich noch vergessen. Zu neblig und so weiter und so fort. Zu früh, zu spät geht auch noch. Und das ist ja auch toll. Wir hören ja jetzt so gut wie nichts. Das heißt, ich kann das auch in einer Mietwohnung problemlos jederzeit machen. Und zwar wirklich morgens, mittags, abends, nachts. Ja, wann du möchtest, wann immer sie Zeit haben. Vielleicht können sie auch einfach abends nicht schlafen und merken, oh, ich bin noch irgendwie so ein bisschen aufgewühlt. Dann einfach mal 10 Minuten auf dem Vibrationstrainer drauf. Schön vielleicht mit tiefen Kniebeugen. Da wird alles noch mal schön durchblutet. Und danach sind sie auch ein bisschen müder und können wahrscheinlich schlafen wie ein Baby. Ja, und jetzt haben wir gerade noch was gelesen in diesem Kundenbeitrag. Das spielt natürlich auch noch eine große Rolle. Die Durchblutung wird gefördert. Ja. Und bei Sport werden ja Glückshormone freigesetzt. Ja, die Endorphine. Das ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Das ist ein Riesenpunkt. Also ich merke das ja auch immer, wenn ich Sport mache. Deshalb mache ich wahrscheinlich auch Sport, weil das dann schon so ein bisschen eine Sucht ist. Wenn man einmal seinen Körper wieder so gespürt hat und dann merkt, oh, da kommen die Hormone, du fühlst dich richtig gut danach, du fühlst dich glücklich, dann möchtest du es auch immer wieder machen. Ne? Und das wird Ihnen dann auch so gehen. Sie machen es einmal und dann merken Sie, oh, das macht richtig Spaß. Nach ein paar Tagen, einer Woche vielleicht, merken Sie schon die ersten Fortschritte, sagen, oh ja, ich bin viel aktiver geworden, beweglicher geworden, ich fühle mich sehr viel besser. Und dann hält man auch durch, dann macht man es auch immer weiter. Ja. Und Sie sehen, es ist überhaupt nicht anstrengend. Man könnte am Anfang, je nachdem wie man anfängt, ein klein wenig Muskelkater bekommen. Aber ich glaube, das ist etwas, was man ganz schnell überwunden hat. Einfach am nächsten Tag wieder drauf. Nach 2-3 Tagen ist auch der Muskelkater verschwunden. Und dann steigern Sie sich langsam. Und Sie werden merken, Sie werden auch neugierig und mutiger mit jeder Woche, die Sie auf dem Vibrationstrainer stehen. Und werden dann viele, viele neue Übungen ausprobieren. Dann auch für die Damenwelt vielleicht mal gemeinsam mit einer Freundin, ja? Ja. Wenn man sich zum Kaffee trifft, komm, dann machen wir, es gibt ja auch viele, die machen Zumba oder sowas gemeinsam. Mhm. Das kannst du ja auch gemeinsam machen. Immer abwechselnd drauf, mal neue Übungen. Und ich glaube, zu zweit macht es noch mehr Spaß. Oder mit dem Partner, mit der Partnerin. Ja, selbstverständlich. Es gibt auch tolle Übungen, die man zu zweit machen kann zum Beispiel. Auch für die Bauchmuskulatur, das ist überhaupt kein Problem. Je nachdem, welche Problemzone Sie haben, finden Sie die entsprechenden Übungen. Einsteigen erstmal mit der Grundposition. Wie gesagt, was Ralf jetzt zum Beispiel auch wieder macht, wenn Sie da ein bisschen sicher geworden sind, die zweite Übung ist dann meistens dann die Kniebeugen. Da können Sie gucken, wie tief Sie runterkommen. Vielleicht auch einfach mal halten, so eine Kniebeuge, je nachdem, wie lange Sie es schaffen und wieder hoch. Wichtig, immer den Körper auf Spannung halten, damit alles fest bleibt. Das ist eine schöne Sache. Und dann, wenn Sie möchten, natürlich einzelne Übungen für Ihre Problemzonen, das heißt für den Bauch, für den Rücken vielleicht, wenn Sie da die Muskulatur aufbauen können. Oder auch für die Arme. Sie haben die Expander rechts und links am Gerät. Sie können die Arme direkt mittrainieren immer. Aber dann auch, wie Ralf es vorhin schon mal gesagt hat, zum Beispiel einfach die ganz klassischen Liegestütz auf dem Gerät mal probieren. Die sind sehr viel intensiver, wenn man die auf dem Vibrationstrainer macht. Und was halt schön ist, das gleiche Gerät kann ein Sportmuffel als auch ein Profi benutzen. Ja. Ich muss es nur entsprechend einstellen. Ich kann es meinen Bedürfnissen oder meinen Leistungsfähigkeiten anpassen. Wie gesagt, langsam anfangen, nicht übertreiben, sich Woche für Woche ein klein wenig steigern. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe mich gesteigert, es tut mir gut, das ist auch wieder so ein Glücksgefühl. Weil Ziele setzen von mir aus, aber auf jeden Fall in den täglichen Tagesablauf mit integrieren. Wie gesagt, wir müssen jetzt nicht extra ein Zeitfenster arbeiten, sondern kombinieren Sie es mit irgendetwas. Und wenn es nur die Nachrichten um 20 Uhr sind. Und hier für 237,41 € unser Bestseller mit der vertikalen und horizontalen Vibration. 15 Intensitätsstufen pro Schwingung, die Sie einstellen können. Eine großzügige Vibrationsplatte, zusätzlich die Expander rechts und links. Und natürlich auch die Fernbedienung, die ist im Lieferumfang mit dabei. Ich klipse die jetzt mal wieder hier vorne rein, damit die nicht verloren geht, während Ralf hier noch so fleißig trainiert.
Dir macht das richtig Spaß, oder? Ja, ich muss mir den Satz, der geht mir immer noch. Sport für Bewegungsmuffel. Wow, 10 Minuten schon geschafft. Wahnsinn. Und das können Sie jetzt auch machen. Sind Sie auch so ein Bewegungsmuffel wie ich? Oder einfach mal ein bisschen körperbewusst sagen, jetzt fit in den Frühling, so wie ich es anfangs gesagt habe. Was für den Körper tun, aber am besten nicht mit ganz, ganz so viel Zeitaufwand und mit nicht ganz so viel Anstrengung. Und dann sind Vibrationstrainer perfekt. Ich denke, wir haben drei tolle Geräte gesehen jetzt in dieser Sendung. Denke ich auch. Und ich hoffe, Ihr Lieblingsgerät war auch dabei. Was würdest du jedem raten, der jetzt sagt, ich habe sowas noch nie gemacht, muss ich da Angst haben? Überhaupt nicht. Sie müssen überhaupt keine Angst haben. Einfach ausprobieren. Ihr Körper wird reagieren. Sie schaffen das und Sie werden richtig viel Spaß damit haben. Und Sie werden die Fortschritte dann merken und dann noch mehr Spaß damit haben. Deshalb ist es eine schöne Sache. Einfach mal ausprobieren. Die kosten bei uns nicht viel Geld, aber es ist so ein Rieseneffekt für einfach das Wohlbefinden und den Körper. NX1104 und die 569, das ist die Bestellnummer und der Preis 237,41 Euro.